Ja, ich darf ganz herzlich Frau Klingberg zum kurzen Chat in der Pause am zweiten Tag der Online-Konferenz begrüßen. Frau Klingberg nimmt am synodalen Weg teil für den Bundesverband der katholischen Religionslehrerinnen. Und Frau Klingberg, erste Frage auch an Sie. Wie haben Sie die bisherige Diskussion empfunden? Mit der Bitte um eine möglichst präzise und kurze Antwort. Danke. Also ich habe sie zunächst erstmal als sehr offen empfunden, konstruktiv, durch die betroffenen Statements sehr berührend auch und sehr erwartungsvoll. Danke. Im Nachgang zum gestrigen Tag, an dem wir ja die Statements aus dem Betroffenenbeirat gehört hatten oder haben, da haben Sie sich zu Wort gemeldet und sich explizit nochmal für die berührenden und klaren Worte bedankt. Könnten Sie das bitte nochmal kurz präzisieren, was da Ihr Ansatz war auch? Da war mein Ansatz auf jeden Fall der Hintergrund meiner beruflichen Tätigkeit, mit Schülerinnen und Schülern, mit jungen Menschen darüber zu sprechen und es so konkret nochmal zu hören. Das trifft einen als Christ, als Mensch, aber auch als Lehrerin, die dazu Auskunft geben sollte, im Herzen. Und von daher war ich da auch sehr betroffen und habe nochmal in mir gespürt, wie wichtig es ist, das transparent zu machen und das öffentlich auch zu thematisieren. Ja, wir haben es gesagt, wir befinden uns hier in einer kurzen Pause im Programm. Deswegen auch mit Blick auf heute Nachmittag als abschließende Frage. Heute Mittag geht es mit den Hearings weiter zu den Arbeitsfortschritten in den Synodalforen. Und da vielleicht zum Ende ein kurzer Ausblick, was Sie sich davon erwarten. Zunächst einmal ist es für uns als Verband sehr wichtig, dass wir überhaupt teilhaben können, insofern, weil wir keine Vertretung haben in den Synodalforen. Wir werden dort unsere Ideen einbringen und die Erwartung ist ganz klar, dass es zu konkreten Veränderungen kommt, dass man nicht nur immer hört, was vielleicht möglich ist, sondern in der Tat es Entscheidungen gibt, die in dieser Kirche sichtbar werden. Frau Klingberg, dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne.